So, die Kiesbüchse mit so einer Klappe dran, bisschen umgebaut, so eine Gummiklappe. Da können dann sogar Steine mit rein. So ein paar Steine da liegen, die gehen dann mit rein. Ansonsten ist immer der Sand hier an der Seite so durchgegangen. Wenn man hochgezogen hat, dann wirbelt man ja alles so auf, geht an der Seite hier so rein und setzt sich innen drin dann ab. Die Befestigung. Das ist das Rohr, was in der Erde drin steckt. Das ist 160 mal 4 mal 1 Meter. Der Innendurchmesser hat knapp 150 mm. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Und so kommt dann immer die Kiesbüchse rein. Zieht man immer so. Und da wird unten alles aufgewirbelt und mit hochgezogen. Hier sieht man, dass die Kiesbüchse ziemlich genau mit der unteren Wulst hier ins Rohr passt. Ist nicht viel Luft. Dieses Maß ist 125 mm, also noch dünner. Damit dann hier genug Luft ist, so ein Ende ringsrum. Man holt sich also nur so ein Brunnenrohr, ich glaube, die sind 60 cm lang oder 5. 50 oder 60, dann entweder ein so ein Deckel passend dazu, und wenn man sich so eine Klappe ranbauen will, diese Klappe hier, dann muss man zwei Deckel holen. Der eine Deckel, der ist so rum drin, der steckt im Rohr so drin, so, und der andere Deckel, der kommt, wird dann so rum raufgeschraubt an den anderen Deckel ran. Und da kann man dann das so aufzeichnen, die Löcher bohren, und dann kann man das ausschneiden hier. Und dann kommt da die Gummimembrane rein, diese Gummiklappe. Die wird dann da festgeschraubt. Also ganz einfach. Das braucht man aber nur, wenn man Steine drin hat. Wenn man keine Steine drin hat, reicht einfach nur ein Deckel, der unten zu ist. Dieser hier, der hier so drin steckt. Und dann ist unten zu. Und ist mit drei Schrauben immer so 120 Grad versetzt. Da eine und da noch eine. Mit drei Schrauben festgemacht, und das reicht. Und hier oben sind noch so Fenster reingesägt, ungefähr in einer Höhe von, ist ja nur so ungefähr von 32 cm,
von hier unten an, ja, von da 32 cm und da sind vier Schlitze, vier Fenster dran, weil der Sand, den man hier hochreißt, wenn man immer zieht, der wird hochgerissen, geht hier hoch und geht da rein und setzt sich da innen drin ab. Und hier oben, da ist noch so ein Metallring drin. Der muss aber nicht so dick sein, wie der hier ist. Der hat ja zufällig gepasst in dieses Rohr. Der hat ja eben diesen Durchmesser, dass er zufällig da reingepasst hat. Dann hat man da ein Loch durchgebohrt. Auch mit drei Schrauben befestigt. Da, da und da 120 Grad versetzt. Gewinde reingeschnitten. Und da diese Schrauben dann reingedreht. Kann man auch jederzeit auswechseln. Aber der Ring, der muss nicht so dick sein. Kann auch irgendwas aus Aluminium, was bloß so 2-3 mm ist, biegt man dann so rum. Und dann tut man da im Durchbohren und Gewinde reinschneiden. Wenn die voller Sand ist, dann ist die auch ganz schön schwer. Aber bedeutend leichter als diese aus Eisen, die man so zu kaufen kriegt. Die wiegen ja alleine schon, weiß ich wie viel Kilo und dann der Sand da drin, also da ist dann wirklich schwer, die Dinger hochzuziehen. Aber hier dieses Patent funktioniert wunderbar. Hier ist noch eine Welle durch. Die ist dann da innen drin befestigt, an diesem Ring. Einfach durchgebohrt den Ring und dann den Ring durchgebohrt hier an der Seite da und da, dann die Welle reingesteckt, also eine Gewindestange und dann hier zur Mitte hin eben diese Befestigung, damit es nicht verrutschen kann hier. Man kann diese Gewindestange, die hier so durchsteckt, kann man auch ganz von außen durchbohren. Hier bis ganz durch das ganze Rohr durch. Dann steckt man die Gewindestange rein und von innen wird es dann mit Muttern rechts und links so fixiert. Das sind rechts und links sind die Muttern und da wird es dann fixiert. Dann kann die Stange auch nicht nach außen mehr rausrutschen. Also dann bleibt sie immer hier im Rohr drin. Also könnte man hier ruhig ganz durchbohren und die Stange dann durchstecken.